Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Was liegt denn da noch? Ein Beat. Ja, in der Zwischenzeit habe ich die Batterie getauscht und ein kleines Blutbad angerichtet. An dieser Stelle möchte ich mal einen ganz, ganz lieben Dank rausschicken an den Mo nach Hamburg. Der hat mir vor nicht allzu langer Zeit, nachdem ich mich fies in meinen linken Zeigefinger geschnitten habe, habe also auch eine Narbe zurückbehalten. Das war schon ziemlich tief. Hat er mir ein paar von diesen Omni-Strips zukommen lassen. Wundnahtstreifen. Da kann man mit Spannung die Wundränder wieder schön zusammenführen. Und nachdem ich gerade versucht habe, mir ein Stück von meiner Fingerkuppe abzuschneiden, hoffe ich mal, dass die ihren Zweck erfüllen und das nicht allzu übel aussieht, wenn ich die dann irgendwann morgen oder übermorgen wieder entferne. Aber das ist gar nicht das Thema. Die Stärke der Schneide hinter der Phase von dem Tom Fleury Lütya Messer, das ist das, was uns interessiert. Ich habe getippt, dass es wohl wahrscheinlich irgendwie so bei 0,25 liegen könnte. Und dass es möglicherweise den bisherigen Spitzenreiter, das Manley Wasp S90V, ablösen könnte. Jetzt schauen wir nochmal nach. Mittig gemessen beim Wasp kommen wir auf eine Stärke hinter der Phase von 0,24. Das ist sogar noch ein bisschen besser, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte 0,27 in Erinnerung. Wird also nochmal eine Nummer schwerer jetzt, das Ganze zu toppen. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir hier zumindest mal ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen werden. Also ganz vorsichtig, das Messer ist nicht meines und es soll natürlich im absoluten Top-Zustand wieder zu Claudia zurück. Meine Hände sind jetzt ein bisschen zittrig nach dem, was gerade eben passiert ist. Und wir sind bei, ja, 0,26, 0,27. Ich hatte 0,25 getippt. Ich glaube, mit dem Tipp kann ich ganz zufrieden sein. Das hat ja in letzter Zeit wirklich ganz gut funktioniert, wenn ich es dann mal gewagt habe, beziehungsweise dran gedacht habe. Also nicht ganz das Manley Wasp erreicht, aber mit 0,26, 0,27 Millimetern hinter der Phase dennoch ein absolutes Wahnsinnsergebnis. Ein tolles, tolles Messer, ultrascharf, fantastisch verarbeitet und wunderschön in der Optik. Ja, ich weiß, es ist teuer, aber ich glaube, es ist jeden Cent wert. Lieben Dank nochmal an Claudia, dass du mir dieses Messer zur Verfügung gestellt hast, um es euch allen mal zeigen zu können. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Euch allen einen schönen Abend und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.